Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unserer Scrap Challenges. Heute in der 12. Ausgabe darf ich euch begrüßen mit Juli. Hallo. Das hat lange gedauert. Und mit dem lieben Nico. Hi! Also mit zwei üblichen Verdächtigen. Hi, ihr zwei. Hi, Thunfisch. Walfisch, so. Okay. Ich habe mir heute, weil ich die letzten Folgen irgendwie so das Bedürfnis hatte, irgendwas Kleineres mal zu bauen. Passionsfrucht. Boah. Ja. Aggressionsfrucht, so. Sorry. Ja, ich wusste nicht, welche Frucht. So, ja, Leon. Ich hatte die letzten Folge so den Eindruck, ihr habt zu viel Platz in euren Autos. Deswegen stelle ich euch heute die Challenge. Ihr dürft mit genau 100 Items, Blöcken, wie auch immer, bauen. Uff. Also 100 Einzeldinge. Ich hab niemals gezählt. Ja, doch, gezählt. Guck mal, wenn ihr euch ein Hefeuer platzierst, dann wird dir gesagt, wie viel. Genau. Das stimmt. Das wird ihr gezählt. Ja. Und ich werde nachzählen, dass ihr genau 50 Sachen dran habt. Meinetwegen könnt ihr einen Block haben und 100 meine ich. 100, mein Fehler. Ich kann nicht zählen. Okay. 100. Uff, okay. Ja. Ihr könnt meinetwegen zwei Blöcke, einen Sitz und 97 Thruster haben, das ist mir egal. Ja, aber gib du jetzt keine Anweisung. 100, okay. 100? Hast du das mal nachprobiert, ob das überhaupt geht? Ja, wird schon gehen. Ich habe nämlich meine Fahrzeuge angeguckt und ich weiß, dass es geht. Ja, deine. Ja. Also ich sag nur mal so, das hier sind 850. Ja, siehst du. Ja, das ist ja auch relativ groß. Deswegen Challenge, bau klein. Alter. Das sind 130 Holzblöcke. Alter, okay. Guck mal, allein das da sind 200. Okay, Kompromiss. 150. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay, 150. Weil 150 bin ich einverstanden. Bei 100 ist dann doch ein bisschen wenig zugegebenermaßen. Mhm. Ich gebe euch eine Bauzahl. 100, das ist ein. Ich baue eine Grundfläche 10x10 und sag ja. So, das sind 100. Ja. Ich gebe euch eine Zeit von sage und schreibe 40 Minuten. Was ihr in der Zeit anstellt, das ist euch überlassen. Mhm. Ihr habt euch schon eure Plätze schon eingenommen, sehe ich. Ja. Gut. Ich habe meinen Platz schon belagert. Muss ich mir kurz mal. 100. Nee, was war es? 150. 1,50. Oh, es 50. Gut. Okay. Und sonst dürfen wir aber theoretisch alles bauen. Okay. Yo. Ich war gerade die Sekunde abgeschaltet. Wo ist meine Gottverdammte Timer? Da, Uhr. Timer von 40. Da. Was ist jetzt mit Nikos Frage? Was? Ansonsten dürfen wir alles bauen. Hab ich schon beantwortet, ja. Du darfst bauen, was du lustig findest. Außer halt den üblichen Käse da. Hey. Und dann beginnt die Challenge in 3, 2. Jetzt bin ich bereit. Ja, ich muss kurz hier noch meine starren Kupplungen auspacken. So. Challenge beginnt in 3, 2, 1 und start.
Es hat was. Hallo Nico. Halleluja. Was ist da? Das hab ich geschafft. Ja, hi Leon. Das sieht lüß aus. Ja, was hab ich geschaffen? Was ist das? Das sieht aus wie ein Rollbrett oder sowas. Das fährt sich absolut scheiße. Ja, dreh mal. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Aber es kann nicht umkippen. So, fahr mal. Hast du etwas weniger Power drauf? Ja. Boah. Und fährt sich's besser? Ja, durchaus. Ja, oh. Also. Manchmal eben auch wissen, wie das aussieht. Bleib mal kurz stehen. Geht, ja. Also. Nein. Was machst du da? Ja, rechts und links vertauschen. Mach einen Block rein. Mein Gott, ey. Minecraft, hier vorne. So. Jetzt fahr mal. Falsche Richtung, aber okay. Es geht ums Prinzip. Nein, ich will keine scheiß Kameras ändern. Ja, ich will mich raustappen, so Windows. Aber einfach so stehen. So. Und nur um zu, um hier mal zu sagen, das sind jetzt 13, 14, 22, 26, 27, 28, 32 müssen das sein. 32 ja. Blöcke bis jetzt. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, Schubdüse. Da haben wir ja diese Dinger da gehabt. Einmal so. Ha, scheiße. Das ist jetzt natürlich mein Sitz. Ja, dann halt da. Ich bin gespannt, was Juli sich ausdenkt für alles. Echt. Knopf. Knopfblock. Ja, es soll unscheinbar aussehen. So. Alter, das wird gleich auseinanderbrechen, wenn ich da das wegmache, oder? Nee, alles gut. Klonk. Alter. Überleg mal, machst du... Man kommt im Verbindungstool gar nicht dran, um alles zu verbinden. Heilige Scheiße, ey. Ist das bescheuert. Ja, auch lustig. Wie gesagt, was ist das denn für eine Riesentafelschokolade? 1, 2, 3. 72 Gramm, ja gut, schaufel ich gleich rein in mich. 1, 2, 3. Was sagt der Schub? Ach, du Kacke. Gib doch mal Schub. Huch. Nee, falsche Richtung. Okay, da müsste ich mir noch. Alter, Leo. Das hätte ich mir erwarten sollen. Ja, was mache ich da? Einmal so. Und plopp war er weg. Genau, die wird einfach nur zum Umdrehen einmal sein. Das heißt, uno, dos, müsste sogar reichen schon. Knopf. Alter, das ist so dumm. Aber okay, ja, das ist doch auch eine interessante Challenge, muss ich sagen. Wo ist der Knopf jetzt hin verbunden? Hallo? Oh nee, Moment, das ist der Motor. Da ist der Sitz. Der Sitz ist jetzt natürlich unter der Schuh. Kannst du mal bitte... Warte, ich muss mal kurz die Stube ein bisschen runterregeln, die alten. Ah ja. Das heißt, kannst du... Setz die mal bitte wieder auf normal. Müssten sein. Also, die waren drei... Ups. Ja. Warte. Nach unten und dann dreimal am Auspfeil nach oben. Sind. So, und wenn ich jetzt rückwärts fahre und der Schubdüse vorwärts sack. Oder was rückwärts und der Schub... Nein. Ich sehe gar nicht, wo vorne und hinten ist. Moment mal. Das ist vorwärts. So. Vorwärts fahr, aber rückwärts. Mann, wie kippe ich geschmissen das Teil hier um? So. Ja, das ist nicht umgeschmissen. Ich krieg das gar nicht umgeschmissen. Ja, dann bleibt's halt so. Wa? Wobei, ich bin echt am überlegen, aber etwas größere Reifen zu nehmen, weil... Da bin ich erstmal weg. Da bin ich erstmal weg mit der Ansage 30 Minuten noch. Ja. Ich komme später wieder.
Jo. Bye, have a great time. Bis später. Ach du Scheiße. Sag mal, Juli, was hast du da angestellt, ey? Warum? Ja, doch eins, ey. Dort fährt doch eins, ey. Weiß nicht, was du hast. Tschüss. Tschö. Sure. Man darf natürlich auch eins nicht vergessen. Du zählst mit, ja? Wie viele Blöcke du verwendest? Ja, ja. Ach so, mitzählen, nö. Das wäre nützlich für dich selbst, nur mal. Ich zähle gar nicht, ich baue einfach. Ja, wenn du über 100 bist, über 150 bist, disqualifizierst du dich jetzt selber. Ja, ja, vorhin war ich bei 76, also von dem her. Hallo? 70, 80, 98. Das geht ja. Du hast noch 50 Blöcke. Ja, ich baue da nichts mehr. Ist nichts weiter geplant. Ja, scheiße. Also, okay. Ja. Hallo? Die da? Ja, die da? Genau. So, dann ist das. Dann ist das und das. Dann ist das. Dann habe ich das Gefühl, ich habe das. Das ist so. Das ist gut. So, dann das. Und dann ist es weg. Und dann das weg, das weg. Und das hin, das hin, das ist so. Das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. 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 Ja. Alter. Ganz sicher. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Es gab gerade einen Mega-Leck. Du bist gegen mich gefahren. Ah, ja, dann war ich plötzlich da hinten. Warte mal, komm auf mich zu. Ja. Okay, gut. Naja. Ja. Gut, dann schauen wir mal, ne? Bis später. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie weit Nico ist. Ja, ich sag ja, bis später. Ja. Also ich meine, immerhin hast du dich schon entschieden, neue Räder zu nehmen. Das ist ja schon mal... Hast du du hast zwei Räder ineinander, wow. Ja, ich hab den einfach draufgepackt. Und hier liegt noch Rad rum. Ja, hab hier und da ein paar verloren. Das ist doch wohl ein Rad ab, ey. So, heilige Scheiße, jetzt kann ich das Ding mal... Ich meine, er kennt überhaupt nichts. Hab ich auch gerade gesehen. Mann, ey. Ich glaube, die 4 müsste frei sein, wa? So.
Wenn ich auf den Knopf drücke, möchte ich. Oh Gott. Ach, möchte ich. Scheiße. Moment, ich drehe es einfach alle. Dass es passt. Zack. So. Möchte ich bitte mal alle. Keine Ahnung. 90 Grad nach da drehen. So. Was das jetzt mit sich bringt, ist, wenn ich mich hier reinsetze und jetzt die 4 drücke. Ja, dass ich jetzt hier so drauf rumstehe. Warte mal, ich möchte was ausprobieren. Setz dich nochmal ran, drück mal die 4. Ja, Moment. Das ist mal ganz kurz so. Das ist unpraktisch. Die Geschwindigkeit noch hoch. So, und dann kann ich ja auch die 3 hier drücken. Oh, die 3. Ja, 3 ist vielleicht ganz so gut zu drücken. So. Willst du was hier zwischen meinen Rädern klemmen und katapultieren? So ungefähr. Ich will einfach nur wissen. Halt mal an. Tschüss. Bye. Ich glaube, ich weiß schon, wie du gleich am Anfang fängst in die Runden immer. Räder hoch, Gas geben und sobald die Runde anfängt. Ne? Oh. Warte, bleib mal stehen, mach mal Räder hoch. Was machst du? Boah, das Ding ist zu übermotorisiert, ey. Augenblick, ich komme voran. So. Rutsch. So, und jetzt gib mal Gas. Wie denn? Ja, fahr einfach. Weil du hast Hä? Okay, gut. Ja, ich dachte, du würdest dich vielleicht antreiben, dadurch, dass ich auf dir stehe oder sowas. Oder vor dir. Ja. Wie viel Power haben deine Thruster? Ja. Ich weiß nicht. Also du willst noch weiterbauen, ja? Wenn sie alle gleich eingestellt sind, genau, 3. Also nach ganz unten und dann 3 Klicks hoch. So. Ja gut, ich komme mal fast an. Ich hätte jetzt aber ernsthaft keinen Plan mehr, was ich noch machen kann. Oder machen soll. Mich interessiert einfach nur, wie viel du jetzt eingebaut hast bisher. 3, 15. Müssen noch unterwegs. 18, 19, 21, 25, 26. 30, 34, 42. Du bist unter 50, stimmt. Junge. Du kannst das Ding dreimal ineinander bauen. Warum haben wir das Limit auf 150 erhöht? Ist doch easy. Sicher, dass du nicht noch ein neues Fahrzeug bauen willst? Nö. Bin ganz zufrieden damit. Also bist du auch fertig? Nee, fertig nicht, aber mit der Grundkonstruktion bin ich aber ganz zufrieden. Ja, nice. Ich bin mal gespannt, was Juli macht. So. Genau. Also das war jetzt zumindest das Letzte, was ich dazugefügt habe, ist eben die Räder hoch. Ich bin gerade noch überlegen, was man noch machen kann. Du kannst eine Kartoffelkanone einbauen. Ja, die kannst du hier. Ich bin aber gerade am Überlegen, Moment. Mal die Räder ganz kurz. Das ist der Vorteil, wenn man hier die Lager nicht direkt ins Rad macht. Dann kann man da auch rumspielen. Aber da kannst du Kartoffelkanonen drauf bauen. Das ist sehr gut. Wie das aussieht, wenn ich. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Okay. Dann andere Frage. Uch. Wie sieht's jetzt aktuell aus, wenn ich nur diese Reifen verwende? Wow. Dämlich. Ja, dämlich sieht's aus, aber wenn's funktioniert. Weiß ich jetzt noch nicht. Drück mal die 1. Oh! Ja. Drück mal die 1. Oh. Das muss jetzt die 3 sein. Huh. Wow. Double Flip! Hui, hui. Warum die 1? Oh. Jawohl, mit Power drauf. Okay. Das Fahrzeug macht Sachen, die es nicht machen soll. Klonk. Das Schöne ist, ich komme ganz alle Ruhe zu Fuß seither gepimmelt. Hm?
Jetzt habe ich oben rum zu viel Gewicht. Nee, die Kartoffelkanone passt nicht. Weil sonst ist Mittelpunkt, mein Gewichtszentrum ist halt zu hoch. Alter, weg da! Huch! Nein, 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 nein! Ich weiß, dass ich dagegen laufen kann. Ja, okay, dann. Fertig so mäßig. Wenn du sagst, du bist fertig, dann. Ich mach die anderen Reifen wieder drauf. Bei Juli langweilt sich nämlich auch schon. Echt? Ja, ja. Ja, gut, bei 150 Blöcken theoretisch. Sekunde. Ich nehme noch hier. Ich mache noch so einen auf den hier. Um meinen Gewichtspunkt ein bisschen zu verlagern, um den noch ein bisschen runter zu kriegen. Mal gucken, ob sich damit was getan hat und was sich damit getan hat. Aber kein Problem, ich habe ja das da. Aber ich kippe mir gefühlt ein bisschen zu schnell um. Da habe ich doch die perfekte Lösung für. Und zwar wird das absolut überhaupt nicht problematisch oder so. Einfach mehr Breite. So. Und dann noch ein Rad dran. Mach da noch einen Reifen dran. Ja, voll. So. Genau. Ja, okay, aber das wird jetzt aber, guck mal. Joch, nee, in die andere Richtung. dann wird das nichts mehr mit Lenken. Ist doch egal, Lenken ist über. Egal. Lenken ist überbewertet. Ich überlege aber gerade, Rad gibt nämlich bestimmt. Nee, gibt's nicht. Gibt nur 3x1. Doch, da, 3x2. Ding sieht aus wie ein fucking Rasenmäher. So, dann das da noch weg, so. Dann habe ich mehr Grip. Und theoretisch. Nein! Man sollte nicht auf beiden Seiten beide Räder zusammen wegmachen. Sonst passiert das. Zack, zack. Mal gucken, ob sich jetzt was getan hat. Sieht aus wie ein fucking kleiner Roboter. Hoi! Ne, eine Richtung. Hoi! Na gut. Ich glaube, der Motor braucht ein bisschen mehr Power jetzt. Ja, dann bin ich in der Mitte. Ich warte so lange, bis ihr euch meldet. Bis später. Ja. Bis gleich. I like to move it, move it. You like to move it. So. Hi, Judy! Na, was geht's? Hi, Psychoten. Warten. Warten. Okay, ja, warten. Ja, worauf wartest du denn? Nico hat gefragt, was geht, und ich sag ja, warten. Ah, okay. Achso. Was jetzt machst du? Auch, ja. Siehste? Warten und lachen. Naja. Okay, warum auch immer lachen? Das wirst du sehen. Nachdem wir die Bauzeit doch um 10 Minuten verkürzen konnten, bin ich dann doch recht gespannt, also so mehr oder weniger recht gespannt, was ihr beiden Chaoten wieder gebaut habt. Wer will anfangen? Juli. Okay. Nö, Nico. Ne, Juli. Ne, dem Alphabet nach. Es ist dein Kanal, du fängst an. Ne. Erstmal kommt so. J zuerst. Ne, D kommt vor T. Ja, aber J kommt vor N, du Held. Oh Gott. Oh. Danger. Ja. Danger Zone. Okay. Ja. Das ist das bunte Etwas. Das bunte Etwas. Oh, wie schön. Weißt du, wie ich mein Fahrzeug genannt habe? Nein. Das kleine Etwas. Also, Spoiler erst. Nummer 12. Das kleine Etwas. Er ist unter 12, unter 50 Blöcken. Ich hab nachgerechnet 41 Blöcke. Du hast auch den kleinen Sitz und so. Ja. Ja, nö, hab ich alles nicht. Das sind 41 Blöcke.
Also die 100 ja. wären easy gewesen. Ja. Und das Pferd. Will Jesus Hallo sagen, oder? Ja. 50, 73, 63, 71, 73, 81, 87, 93, 93. 116 sein. 118 habe ich jetzt gesehen, aber Knast hat mich verrechnet. Ja, 118. Ah, du bist von unter 150. Ich bin stolz auf dich, Juli. 42. Ne, 41. Mit einem Block machst du es auch nicht fett. Na gut. Doch, bin ich schon. Ey! Mein Fahrzeug merkt keine Nähe, okay? Kuscheln. Nein! 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 Lass mich! Oh Gott. Okay, auf dem Kopf fahren kannst du schon mal nicht. Aber ich kann hier mich rumschieben und so. So ist nicht. Naja. Und mich umdrehen. Und mich umdrehen. Ja. Ja. Hey, und du? Ich kann nicht auch. Ah, sehr schön. Na gut, dann machen wir das übliche Best of Three. Ihr wisst Bescheid, wie es jetzt abläuft. Ihr startet auch mit Best of Three, also wer zwei Punkte hat. Oh, ich mach dich gleich Axt, Junge. Ja, jeder sagt's falsch. Ja. Jetzt Best of Three, drei Punkte, doch, egal. Ah, Best of Five, okay. Genau. Hä? Na, bei fünf Dinger kommen ja maximal drei Punkte raus. Genau, Best of Five. Naja, nicht unbedingt, es könnte ja auch vier Punkte rauskommen. Ja, und ich stelle das Best of Five, das ist der Punkt. Naja. Wer hat jetzt eigentlich verloren? Sagen wir so, okay? Hochrüsten? Nee, drück ich mal lieber nicht. Das Fahrzeug wird hier jetzt nicht mehr verändert. Ich hab das gerade eben. Ich hab auch nichts gemacht. Ich hab auch gesagt, ich drück das jetzt mal lieber nicht, weil ich weiß nicht, was passiert. Nur eine Frage: Wie kann man denn einen Motor ganz langsam drehen lassen? Erste Stufe und dann Knopf? Nee, mit einem Schalter, also durchgehend. Dauerhaft. Ja, an Schalter dran, fertig. Wo ist das Problem? Das ist aber so, nee, das ist viel zu schnell. Ja, erste Stufe. Ich war in der ersten Stufe. Ja, dann musst du ein bisschen mehr Gewicht drauf. That sounds like your problem. Das ging nicht. Ja, dann hast du, das ist dein Problem. Ich bin bright. How bright are you? 20 Lumen? 52 Lumen. Nee, 52 Lumen. Okay, gut. So. Du läufst, Juli? Nee, ich sitz. So, Juli disqualifiziert sich fast von selber. Sehr gut. Also, Scrap Challenges Folge 12. Das Deathmatch, erste drei Punkte hat, ist, drei Leben verloren hat, ist ausgeschieden. Die Regeln kennt ihr ja sonst. Wer zu Großteil raus ist, um Fahrersitz mindestens raus ist, ist raus. Halt, Moment. Fahrersitz? Mit Rädern halt zu großen Teil draußen ist. Also nicht komplett. Nützt mit zu großen Teilen einfach mit Rädern. Das heißt, ja, okay, wenn das ist ja dann nicht wie normal, deshalb frage ich nach. Ja, das habe ich so normal aufgefasst. So. Ja. Anyways. Regeln wie immer. Der erste, drei Leben verloren hat, ist tot. Dementsprechend Folge 12 des Deathmatch beginnt in 3, 2, 1. Jetzt. Oh! Juli fährt direkt eine Attacke auf Nico. Nico weiß sich auch zu helfen. So, mehr oder weniger. Ja, wo ist bei Nico der Fahrersitz? Komm her! Nö.
Wie nö? Warum sollte ich? Weil du jetzt herkommst. Okay. Oh, nee, falsche Richtung. Ja. Ja, ja, darauf ist raus. Ich stell mich mal hier drüben hin. Scheiße! Hey, Houston, wir haben ein Problem. Schon wieder? Ich hab mich da aufgebrochen. Ja, gut. Ach, so wie immer. Bitch. Okay. Oh, okay, ich sehe das Problem. Das hat davor ganz gut geklappt, bis ich die Steuereinheiten hatten. Hm. Das ist natürlich jetzt belastend. Aber okay. Ja, ich konnte die so hochfahren, aber jetzt kommen sie mit den Steuereinheiten in die Quere. zu klein gebaut. Egal, ich wollte den Rekord für die wenigsten Blöcke. Ja, ich sehe es schon. Weil mein Fahrzeug hätte man dreimal bauen können. Dreimal aneinander bauen können. Ja, richtig. Ja. Dann Runde 2. Nico hat noch 2 Leben, Juliet noch 1, 3. Ja. Wir werden nie ihr Leben abgezogen. Finde ich gut. Ja, also Judy ein Leben, sehr gut, okay. Ja, finde ich gut, 2-1. Also, Nico hat noch 2 Leben, Juli hat noch alle 3. Also ich finde ja, der mit den wenigsten Blöcken hätte mindestens ein Extra-Leben verdient. Nee. Ich meine, das können wir gerne jede Folge sonst so machen. Ich bin ein Experte im Kleinbau. So, müssen wir auf die andere Seite laufen wieder. Deshalb gibt's das nicht. Ich glaube, es gibt mal ein extra Leben für Großbauen. Ja. Denken Sie groß. Also, ja. Match Runde 2. Nico hat 2 Leben, Julia 3 Leben. Runde 2 beginnt in 3, 2, 1. Da ist der Knopf. Oh, Gottes Willen, warum habe ich das? Ich habe doch die Power runtergestellt in diesem Tricksding. Nein. Was machst du? Nein. Das sah bei mir so aus, als ob Nico einfach raus. Nee! Verpiesel dich! Ja, bitte. Dankeschön. Oh Gott. Oh. Das ist jetzt natürlich, ganz schön belastend so. Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Ja. Nein. Scheiße! Falsche Schubdüse gedrückt! Also. Oh Mann. Juli gewinnt unüberrascht die zweite Runde ebenfalls. Ich bin runtergefallen. Yeah. Unüberrascht! Ja, ist klar, Junge. Werd mal hier schon wieder Partei, ich glaub. Hast du einen Motor verbaut? Ja. Warum? Ich habe tatsächlich am Anfang ein bisschen Angst gehabt, weil du so klein bist. Aber, ja. Ja. Na gut. Dann. Runde 3. Julia 3 Leben. Kann ich mal bitte die Handbremse ziehen, so? Nico hat noch 1. Runde 3 beginnt in 3, 2, 1. Donk. Was ist das denn? Ja, absolut keine Ahnung. Das ist Bug, schon wieder, du kannst da durchfahren. Das ist Fernlicht. Nico, das ist Fernlicht. Ah, das ist fern vom Fahrzeug, okay. Ja, Fernlicht. Au! Ja, da brauche ich auch nichts zu sagen. Damit laut. Schiebung! Nee, Pressung, aber so ähnlich. Hä?
Wie viel Knöpfe gleichzeitig? Warum kann ich nicht mehr wie drei Knöpfe gleichzeitig betätigen? Das ist absolute Schiebung. Die Tastatur kann nicht mehr als drei. Echt nicht? Fahr nochmal aus. Und jetzt ein. Nee, ich kann nur zwei Piss. Steigen wir aus. Nee, darf ich dann bitte jetzt das Auto machen vorher? Ja, genau. Nee, ich hab schon vier gedrückt. Ja, mach mal 4, 5, 6, 7. Ja, geht nicht. Du kannst nicht alle vier Pistons gleichzeitig ausfahren. Achso, die Pistons, stimmt, ja. Ja, du kannst immer nur. Ja. Aber andere, aber die anderen Blöcke, aber von den anderen. Ja, das andere geht. Lol. Spannend. Ich glaube, okay, das ist ein. Ja. Ich glaube, das ist ein Scrap-Problem. So, okay, jetzt geht's. Abmod. Dann. Damit gewinnt Juli, ich wiederhole mich nochmal, damit gewinnt Juli die 12. Folge unserer Scrap Challenges. Fake. Yay! Womit ich den Punktstand endgültig aus den Augen verloren habe. Au. Oh ja. Allgemein. Danke, Leon. Gern geschehen. Ist hier auch ein Knöpfchen, den ich drücken kann? Ach du Scheiße. Gott, Gott. Wo bin ich? Oh. Ah. Hab's gefunden. Ich packe. Hallo? Boden. Ja. Darf ich wenigstens mein Auto zu Ende machen? Ja, hast du doch. Nein, noch nicht. Achso, ja, dann. Alter! Was soll das jetzt? Machst du mal die Abbot? Ja, nee, die Abbot geht jetzt nicht mehr. Nachdem mein Auto ist weg. Er kommt, wo Nico ist. Ja, so. Im Berg. Ja, dann platziere ich es halt nochmal. Warte mal. Ich muss es jetzt nochmal platzieren. So. Gut. Oh. Ups. Alter. Was machst du? Nachdem ich erfolgreich die Autos von den beiden entsorgt habe, war das unsere. Nein, die sind noch nicht entsorgt. Boah, das ist Leon, jetzt entsorgt. Die Abfahrt machen. Ja, wir machen immer die gleiche Abfahrt. Nee. Da muss ich es nochmal spawnen. Meine Fresse! So, dann wird es jetzt nochmal gespawnt. Es macht der Moderator die Abmod so, wie er will. Das ist eine traditionsreichmäßige Störung von Autos bei mir. Ja, dann leg los. So, das war die 12. Folge der Scrap Challenges, welche Juli für sich entscheiden konnte. Nico hat sich derweil schon nach hinten in seine schämliche Ecke verzogen. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, irgendwas da. Lasst euch ein Merkmal, dass ihr hier wart, was auch immer. Folgt uns auf Discord, joint auch unseren Discord-Server. Haben wir auch noch nicht erwähnt, bisher. Kann man ja mal erwähnen. Ist unten in der Beschreibung verlinkt, glaube ich. Weiß ich nicht. Ja, klar. Ist aber verlinkt. Dann war es die 12. Folge unseres Scrap Challenges. Ich sag ciao. Bis dann. Ciao! Tschüss.